Okay, Deinen Jonas, ich Nacken. muss mir jetzt erstmal ein bisschen überlegen, was für ein Skin ich nehme, ne? Ja, wähle weise. Oh, welchen Skin nehme ich denn? Es gibt so viele gute Skins, weißt du? Soll ich einfach seinen Main-Skin nehmen? Oh Gott, ich glaube, das wäre dumm, oder? Ich glaube, das wäre sehr dumm. Ich mache einen OG-Style. Ich mache einen ganz, ganz krassen OG-Style. Ich hab's fast, ich hab's fast. Ich bin sofort ready. Ali, bist du soweit? Ja, ich bin soweit. Ja, du brauchst so lange, Ja, Junge. weil das Ding ist, ich bin am Überlegen, was smart wäre und was nicht. Aber ich glaube, ich habe meinen Skin. Das wird der Skin sein. Ja. Ich bin heute undercover in dem Turnier von der John C. Ihr seht jetzt hier meine Skin-Kombination. John C. ist natürlich mit dabei und muss erraten, welcher Spieler ich bin. Bis zu Top 5 hat John C. So. Zeit. Und heute, John C., hast du drei Joker. Und zwar drei Fragen, die du stellen kannst, die ich ehrlich beantworten muss, wo ich nicht lügen darf. Das ist jetzt für deinen Vorteil. Lass auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal kostenfrei. Und jetzt hoffentlich gewinnen wir diese Runde, ohne dass John C. erratet, wer ich bin. Hier sind die Ehrensupporter von euch eingeblendet, die mir auf Instagram ein Bild zukommen lassen haben, die sich was mit dem Code ALBIVB im Alpenshop geholt haben oder den Code einfach nur eingetragen haben. Das reicht auch schon völlig aus, um eingeblendet zu werden. Vielen, vielen Dank für den unglaublichen Support. Also Albi, kommen wir direkt zu meiner ersten Frage. Ja? Bist du auf der Nordseite oder Südseite? Oh, hä? Stimmt's aber, da bin ich eine Umarmung. Hä? Pickaxe, stimmt's aber. Ich meinte, das wärst einfach du jetzt. Ja, das ist witzig. Du hast eine Frage? Ja, bist du auf der Nord- oder Südseite der App gedroppt, Albi? Ist jetzt eine Joker-Frage oder nicht? Ja, okay, nehmen wir die erste Joker-Frage. Joker-Frage? Ja. Okay, ja, ich bin im Süden. Ist gut, weil die Zone geht jetzt mehr Richtung Norden. Das heißt, du bist im Paradise Punch. Oh Mann, diese Theorien. Ich bin immer noch bei der Theorie, dass du einfach einen No-Skin anhast. Das ist, Oh, hast du eigentlich so OG-Backblings? Ich habe OG-Backblings, ja. Was hast du dafür welche? Ich habe zum Beispiel, kennst du den von dem Skull Trooper zum Beispiel? Dieses Loch? Ich glaube, das ist von der Skull Trooperin, ehrlich gesagt. Loch, mit Lochen? Ja, das ist aus, so ein Portal. Ja, interesting. Ja, genau, okay, das habe ich. Noch? Ich habe dann noch von der Roten Ritterin, habe ich das rote Schild. Ah, okay. Auch gut. Oh, OG, OG, OG. Ich habe die, na gut, ich habe von den ganzen Battle Pässen, habe ich zum Beispiel die Astronautenrucksäcke, habe ich auch noch. Von den Twitch, beziehungsweise nicht nur Twitch-Skins, sondern auch von den Twitch-Prime-Skins habe ich dann auch noch so einen Bombenrucksack. Das ist auch sehr geil. Also jetzt mal eine kurze Frage. Was spielst du lieber, AK oder AR? Das hängt wirklich davon ab. Also wenn ich die lila oder die goldene finde, diese neue halt von der Season 6, dann AK. Und sonst würde ich immer AR spielen und auch Scar. Also ist einfach geil. Ja, jetzt, das könnte so Alvi sein. Keine Ahnung, es ist so generell einfach mal eine interessante Frage. Was hältst du generell so von Orten wie Lucky Landing oder so? Lucky Landing, cool. Liebe ich. Ja. Sehr, sehr geiler Spot. Würdest du sagen, dass man da auch gut droppen kann? Ja. Was hältst du so von Dynamit? Sehr geil. Okay. Also, ja, wobei, also ich will jetzt... Erzähl mir ein bisschen mehr dazu. Das also ist so ein bisschen... Ich selber nicht spielen, ehrlich gesagt. Aber... Na gut, wenn du halt eine Box zum Beispiel exploiten willst oder sowas, dann ist es natürlich sehr, sehr geil. Aber so... Alvi, hier ist gerade einfach ein goldener Skull Trooper drin, ne? Goldener Skull Trooper? Ja. Das ist übel selten, ne? Ja, Digga, ich glaube, ich sch*** auf dein Format und Spectator einfach nur noch ihn. Ja, mach das. Würde ich auch machen. Außer du bist es natürlich. Ja gut, also so ein OG-Account habe ich jetzt wieder nicht. Mir war klar, dass John C. nicht wusste, dass nur der lilane Skull Trooper selten ist. Aber gut. Ja, aber einfach ein goldener. Und der ist krass. Der hat gerade den einen Typen komplett zerlegt. Ja, ja. Der macht doch diese Pickaxe-Switches die ganze Zeit. Alvi, also wenn du den siehst, setz dich in den Busch und hoffe, dass er dich nicht sieht. Okay, okay. Wo ist der circa? Sag ich dir nicht. Ja gut, du hast über Lucky Landing geredet, also Lucky Landing so oder wo? Nee, er ist ein bisschen weiter. Er ist ein bisschen weiter im Norden von Lucky Landing. Okay, okay. Aber Alvi, okay. Kommen wir zu meiner zweiten Frage. Der denkt absolut nicht, dass ich das bin. Der hat keine Ahnung. Troll oder Schwitzer Pickaxe? Die soll ich ernsthaft beantworten? Nee, wie du willst. Okay, wie ich will. Also ich finde Troll-Spitzhacken cool. Ja, das war nicht die Frage. Das wäre genauso, wie ich fragen würde. Ja, beantworten, wie ich will. Du sollst schon die Frage beantworten, nicht wie du die... Welche genauso, ich wenn habe, du sagst, meinst du Pizza. Jetzt, ich habe, oder was? Ja, also du kannst ja sagen, ich habe eine Troll-Spitzhacke. Wieso bleibst du bei stehen, Alvi? Das Ding ist, ich habe... Ich weiß gar nicht, was ich für eine Spitzhacke habe, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, ob ich... Okay. Nein. Okay, ich mach's anders. Kurze Werbung. Inzwischen sollten die meisten von euch meinen Partner MyPC kennen. Sie bieten unfassbar gute Gaming-PCs an, zu sehr, sehr fairen Preisen. Normalerweise haben wir immer direkt auf alle Gaming-PCs geklickt. Jetzt gibt's aber einen Reiter Fortnite-PCs. Und hier wird von günstigen bis zu teuren PCs alles dabei. Ich kann euch aber immer raten, wenn ihr euch einen PC holt, immer ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen. Mir gefällt zum Beispiel der hier ganz gut, deswegen klicke ich mal rein. Den legen wir dann mal einmal in den Warenkorb. Und jetzt geht's noch zur Konfiguration. Wir wollen nämlich die Betriebssystemversion noch in unseren Warenkorb machen. Ich werde jetzt Windows 10 Pro reinmachen.
machen. Warum? Weil ihr mit dem Code ALVI im Warenkorb auf Windows 50% sogar sparen könnt. Hier bei Gutscheincode eingeben, könnt ihr dann direkt den Code ALVI eingeben. Bam, anwenden, 25 Euro werden noch abgezogen. Ganz normal ein bisschen günstiger, sehr, sehr geil. Werbung Ende. Das ist eine Frage, die musst du beantworten. Hast du gerade einen Busch an? Ich habe gerade keinen Busch an, nein. Du hast ehrlich beantwortet? Ich habe ehrlich beantwortet, ja. Das war ja eine Joker-Frage, hast du gesagt. Joker-Frage. Ja, also nur noch eine hast du jetzt, ne? Ja, richtig schlecht. Oh mein Gott, wie schlecht. Wieso? Wie schlecht. Jetzt hast du noch eine Frage. Ja. Und die beiden Fragen haben dir gar nichts gebracht, glaube ich, oder? Doch, ich konnte jemanden ausschließen. Okay. Jetzt habe ich den Busch an, Jonsi. Jetzt habe ich ihn. Und du weißt es nicht. Die Leute sind so weird. Junge, der steht einfach auf dem scheiß Bus oben drauf und guckt sich um. Also du würdest sagen, das wer war jetzt der Skin, wo du sagst, okay, könnte ich am ehesten sein? Oder hast du das Gefühl, du warst noch nicht auf mir drauf? Ich glaube, ich war auch noch nicht auf dir drauf. Okay. Ich war auch schon auf ihn drauf, Chat. Wir gehen zurück. Weil 21 Spieler sind halt jetzt noch alive, ne? Darf ich mir jetzt wirklich Gedanken machen? Ja, aber noch Zeit bis Top 5, ne? Du hast Zeit bis Top 5, ja? Du hast noch ganz, ganz viel Zeit. Alles gut. Ja, Junge, das ist auf entspannten Johannes. Ja, also, was sehe ich hier? Also Alvi, wenn du in der Runde nicht mindestens 83 Kills hast, bin ich enttäuscht von dir. Also was ich mir hier anschauen muss, das ist ja, außer du bist es. Also wenn du so spielst, dann hast es dir auch geearnt, sag ich dir so. Wenn du dieser Spieler bist, dann hast es dir auch geearnt. Ja, danke für die Komplimente. Ja, okay. Er ist tot. Ja, ich bin dead, Jonas. Ich mach's nicht was. Ja, okay. Du bist immer noch auf der Südseite. Ich bin jetzt, ich rotiere Richtung Norden wegen der Zone halt. Bist du gerade bei Tilt in der Nähe? Ja. Okay. Oh, Alvi, jetzt musst du in die Zone. Jetzt muss ich in die Zone, ja. Okay. Würdest du sagen, du hast stabiles Healing dabei? Ja, geht schon. Ist akzeptabel, würde ich sagen. Hm. Meine alles entscheidende letzte Joker-Frage stelle ich bei Top 10. Bei Top 10? Okay. Ja, bei Top 10. Ist ja bald, ne? Ich glaube, ich war... Oh mein Gott, Digga, dieser goldene Skulltrooper ist so am Rasieren. 3 Kills. Digga, er hat alles, ne? Rasieren 3 Kills? Nee, aber er hat alles. Er wird dich so... Ich sag, der gewinnt die Runde. Das ist... Ich ändere das Format, Alvi. Oh mein Gott! Aber schaut euch mal an, wie crack der Typ ist. Das ist nicht Alvi. So gut ist Alvi nicht. Oha. Ich kann mich daran erinnern, dass wir, glaube ich, das letzte Format bei dir gemacht haben in No-Build. Okay. Das Undercover-Video, wo du gespielt hast. Oh mein. Er macht komplett. Oh mein. Oh mein. Es ist Mr. Savage in der Runde. Oh mein. Es ist Mr. Savage. Digga. Okay, Top 10, Alvi. Mhm. Meine alles entscheidende Joker-Frage. Hast du einen Backbling oder nicht? Ich habe keinen Backbling, nein. Okay. Ich hoffe so sehr, dass einfach in der Top 5 nur Leute mit Backblings drin sind. Ach, Manometer. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Skulltrooper, ehrlich gesagt. Lebt er noch? Am Ende bist du das. Also wenn ich das wäre, dann wäre ja die Runde free, hast du gesagt. Du spielst gerne Deagle, oder? Ich spiele gerne Deagle, ja. Aber was findest du geiler jetzt mal, Alvi? Welche AR findest du am besten? Die Shali AR, die normale AR oder die AK? Ich finde die normale AR am besten. Aber was würdest du am liebsten spielen in dem Spiel? Also am liebsten würde ich eigentlich, also die Scar oder die goldene AK. Also genau, also die Schalldämpfer? Schalli mag ich nicht, nee. Also ehrlich gesagt nicht, nee. Mhm. Spiele ich nur, wenn ich wirklich nichts anderes gefunden habe. Ja. Würdest du sagen, eine grüne Pump ist gut? Grüne Pump ist okay, ja, aber ich feier ich jetzt nicht. Also es ist besser als eine Tag. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt eine lilane oder goldene Tag gefunden hätte, dann würde ich die grüne Pump theoretisch droppen. Ich glaube, ich weiß, wer du bist. Ich glaube, ich werde. Ich schreibe es mir mal auf. Ich habe noch. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich schon auf jedem drauf war. Ich habe echt wenig rumgeschaut diese Runde. Oh mein Gott, ich habe jetzt ein bisschen Panik. Oh Gott, ich suche noch den No-Skin. Wo ist der No-Skin? Du denkst, ich bin No-Skin? Nö. Nee. Okay. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich glaube, ich. Oh mein, ist es auch ein Kandidat? Ja. Schreibe ich mir mal auf. Wer ist der Kandidat? Alvi. Was hat er? Du musst nur nach unten links gucken, dann siehst du es direkt, weißt du? Dass ich gerade auf dir drauf bin. Ich schau nach unten. Hast du gerade ein Video? Fightet der gerade? Ja, ja. Okay. Pass auf, Alvi. Ich bin mir relativ sicher, Chat, dass das Alvi ist. Einfach aus dem Grund, weil ich vorhin gefragt habe, ob jemand einen Busch anhat. Und er hat jetzt einfach einen Busch angezogen, Chat. Und er hat eine AK dabei. Er hat echt gutes Loadout. Also so stabiles Loadout, hat 3 Kills. Ich glaube, das ist unser Mann, Chat. Bist du so leise jetzt? Was? Digga, den kannst du nicht sein. Du läufst jetzt nicht die ganze mit 30 HP durch die Gegend. Nein. Der goldene Skulltrooper lebt noch und hat 5 Kills, Alvi. Ich hab auf den gar keinen Bock. Echt ehrlich. Digga, am Ende hast du irgendwie einen OG-Account ausgeliehen. Also ich bin gerade sehr sus auf 2 Personen. Okay. Tell me, Jonas. Auf wen bist du sus? Ich werde dir gar nichts sagen. Also, ich weiß halt nicht...
einfach so diesen OG Battle Pass Skin, den ersten, neben benutzen. OG Battle Pass Skin? Also OG, den ersten Battle Pass Skin, diesen goldenen Ritter. Ja. Ist nicht der letzte? Ich weiß nicht, welchen Skin du meinst. Diesen Ritter. Ja, von der Season meinst du? Ich hab drei Leute, oh mein Gott. Drei Leute, aber erzähl mal. Ich muss aber jetzt mal einen Fight sehen. Oh mein Gott. Also wenn du nicht den goldenen Skulltrooper gehst, wäre ich mad. Nee, der ist zu gut für dich. Oh Mann. Ich will dich jetzt mal finden. Ich muss ja aus Prinzip finden. Wo ist der gerade? Ich will mich nämlich fernhalten. Also ich bin mir relativ sicher, dass du der Typ bist. Aber es kann es auch nicht sein. Ich habe ihn auch noch nicht fighten sehen, das ist halt das Ding. Ich habe generell echt wenig Fights bei Kette. Ich glaube, ich bin einfach instant tot. Oh mein Gott, Top 5. Oh, du musst dich jetzt entscheiden. Jetzt musst du entscheiden. Ich spectate. Ja, ich geh noch kurz durch. Ich gucke kurz, ob jemand von denen vielleicht gestorben ist. Okay, der ist es nicht. Der OG Skulltrooper bist du auch nicht. Spiel dazu. Oh mein Gott, die drei Leute leben noch. Nee, ich glaube, er ist er auch nicht. Also ich würde mich fest. Also entweder bist du einer in so einem Onesie, in so einem blauen Onesie mit so einem Chuck-Chuck. Ja. Oder du bist so einer in einem dieser OG Battle Pass Skin. Aber ich würde mich eher für den im Onesie entscheiden. Okay. Für den blauen im Onesie. Ich schaue ihm zu. Ich bleibe auf ihm drauf. Oh, Chat, es ist so eine Ding, aber es könnte auch er sein. Er hat 6 Kills. 6 Kills hat der. 6 Kills und 3 Kills. Ich glaube, du bist einfach einer mit 0 Kills oder so, der so in der Ecke sitzt oder so. Ja. Ich will noch kurz durch. Aber der bist du, glaube ich, nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, wir haben uns jetzt auf diesen Onesie-Typen festgelegt. Oh mein Gott. Okay, er ist im Fight gegen den... Oh mein Gott, er ist jetzt im Fight gegen den Golden Skulltrooper. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt, was er hier an Fights rausknüppeln kann. Alvi, du weißt jetzt, dass ich hier schon enttarnt habe. Das heißt, du kannst es auch einfach normal grinden. Du musst dich gar nicht mehr verstecken. Ja. Oh, ja, den Edit hast du gechoked. Ah, ich bin echt von dir enttäuscht, dass du... Okay, Alvi, mach mal einen Trap-Kill, bitte. Trap ihn, Alvi, trap ihn, trap ihn. Trap ihn, Alvi. Komm schon, jetzt kannst du es eh machen. Oh, Pre-Fire? Er ist auf jeden Fall kein schlechter Spieler. Doch, er ist ein schlechter Spieler, weil es Alvi ist. Oha. Oh mein Gott, Alvi, jetzt komm schon. Komm, das ist dein Duell gegen den Skulltrooper. Oh, abgebaut. Oh mein Gott, Alvi holt ihn sich. Oh mein Gott, der Skulltrooper. Oh, Alvi choked. Also wenn das Alvi gewesen ist, nee. Oh mein Gott, ich bin jetzt... Oh mein Gott, das ist nicht Alvi. Warum? Diesen Edit hättest du niemals gechoked, so. Nein, es ist nicht Alvi. Ich revidiere hier offiziell meine... Oh mein Gott, ich kann es nicht mehr revidieren, aber ich glaube nicht, dass das Alvi ist. Was denkst du, bin ich denn jetzt? Nee. Ja, dann warst du der jetzt reinkommt mit dem Grappler. Ja, das bist... Ja, ich erkenne doch deine Spielweise. Nein, hä? Jonas, ich zerstöre gerade komplett die Lobby, Bro. Und ich mach jetzt einen Elder. Du bist es! Du bist es! Skulltrooper! Ja! Ich bin der Skulltrooper! Und du hast gejoked, John C. Du hast gejoked! Ich sag's dir ehrlich. Ich bin zu gut für dich, John C. Du hast mich unterschätzt. Mein Headset zerstört wegen dir. Du hast mich unterschätzt, John C. Aber weißt du, es ist okay. Ich muss sagen, ich spiele auch einfach gerade eine geniale Runde. Ich finde die gerade super. Macht gerade super Spaß. Die ganze Leute. Digga, als ob du das... Okay, das ist... Das ist Assi, Alvi. Warum ist das Assi jetzt? OG bist du nicht, du Hodenmensch. Natürlich, ich bin super OG. Ich vertraue dir nie wieder in deinem... Hey, das ist auch mein Main-Account. Ich bin halt so OG. Ich hab mein Headset zerstört. Fühlt sich so toll an. Oh mein Gott. Als ob wieso spielst du nie diesen Skin? Weiß ich nicht. Ich hab halt so viele. Wirklich, ich muss auch sagen, hat sich so gut angefühlt die ganze Zeit. Nee, das bist du nicht. Der ist so gut für Alvi und ich denke mir so, ach Mann, das ist so gerade Balsam für meine Seele. Er gibt mir ja gerade die ganze Komplimente so, der ist so gut, ach danke. Das war so toll, ich hab's geliebt. Oh Junge. Oh, bin ich tot? Ich bin wirklich tot. Egal ob ich die gewinne oder nicht, ich find's super. Ja, perfekt. Neue Runde, neues Glück für John C. Rein da, wir haben eine neue Skin-Kombination. Let's go. Willst du direkt deine Norden-Süden-Fragen wieder stellen oder diesmal was anderes? Im besten Osten. Im besten Osten, ja, perfekt. Ich bin beim Dancefloor gedroppt und hab gedanced und dann wurde ich getötet. Wo ist denn der Dancefloor? Das ist auch da unten bei Lucky Landing irgendwo. Aber ich muss auch ehrlich sagen, für mich ist es halt einfach insgesamt ein Tick schwieriger, dich herauszufinden, weil... Wieso? Weil du einfach so viel mehr Skins hast als ich, weißt du?
Ja, das ist wahr, das stimmt. Bei mir kannst du ein bisschen mehr eingrenzen, was ja, ich wobei, habe und was ich nicht. Muss, das letzte Mal, ich hatte bei diesem, das war nicht letzte Folge, aber bei einer der Folgen, wo du so einen, es war einer mit so einem Mantel auch, aber das war nicht der, das war so ein ganz, ganz wilder Skin. Ich hätte nie gedacht, dass du das wärst, ich hab's auch nicht geraten. Das war so ein alter Battle Pass Skin. Ich hätte nicht mal gedacht, dass es ein Battle Pass Skin gewesen wäre. Da musst du mehr Skins kaufen für die Challenge hier. Ja, dann müsst ihr mehr Creator Alvi VB im Item Shop eintragen. Okay, wir spektaten ein bisschen durch. Okay, ich habe echt geilen Stuff, Mann. Let's go. Ja, die Leute sind so weird. So weird. Okay. Meine erste Frage. Ja. Bist du der Skin? Okay, meine allererste Frage. Befindest du dich gerade im Fight? Nein. Wirklich nicht? Nee, absolut nicht. Ich bin gerade so ganz entspannt hier am Rumlaufen. Pokebomb! Und dance on ihn. Okay, der ist crazy, Spieler. Der ist crazy, okay. Den können wir schon mal rausnehmen. Schreibst du dir das auf? Was? Nein. Also rausnehmen im Sinne von nicht nehmen, oder was? Ja, genau. Also der kannst du nicht sein. Okay. So wie der goldene Skull letzte Runde. Ui, du hast mich verarscht. Du hast gesagt, den Skin hast du nicht. Ja. Du hast mir einfach wieder dreist angelogen. Ich hab nicht gesagt, dass ich den Skin nicht habe. Ich habe gesagt, nee, so OG bin ich nicht. Digga, was sehe ich hier? Chat, das ist doch kein Spieler. Digga, er steht in der Höhle und visiert auf die Decke an. Mit einer Pump. Und hat eine graue Pump mit 5 Schuss, Digga. Was sehe ich hier? Es sind noch 28 Leute am Leben. Wo ist der? Er ist gleich tot. Oh mein Gott. Yeah. Oh mein Gott. Okay, Alvi. Eine Frage. Ja. Hat dein Skin die Farbe Pink drin? Boah, Pink, ja. So, ja. Geht in die Richtung, würde ich sagen. Geht in die Richtung. Ist nicht komplett knallpink. Mit deinen 4 Kills. Nee. Das jetzt nicht, nee. Geht in die Richtung aber. Digga, du bist so schlecht. Sagst du ja. Ich würde eher. Nein, musst Pip und klar sagen ja oder nein? Ja, gut, nein. Es ist halt. Also nein, pink ist es nicht, glaube ich. Es ist eher ein lila. Ja, pink, lila, rosa. Ja, eben, deswegen sage ich ja dann ja. Deswegen sage ich, geht in die Richtung. Deswegen, also für mich ist es halt kein Pink, diese Farbe hier. Digga, du bist so schlecht. Okay. Bin ja ehrlich, soll doch ehrlich sein. Ja. Ja. Okay, Top 20, ne, John C? Ich hau hier wirklich alle um. Instant tot. Das ist genauso wie letzte Runde. Nee, du laberst das so safe. Ich bin so am Chillen, ich mach grad wirklich überhaupt gar nichts. Ich stehe so mit meinem Donut hier. Ich bin so am Chillen, Bro. Und ich werde auch gar nicht dran denken, irgendwelche Kills zu machen. Weil letzte Runde war das so, dadurch, dass ich so viele Kills hatte. Er hat immer auf die Leute geguckt, die viele Kills hatten. Ich hab noch eine Frage. Oh nein, nächste Frage, oder? Du hast. Wie viele Fragen hab ich noch? Warte mal, erste Frage war, ob ich im Fight bin. Die ist weg. Ah, stimmt. Ich will jetzt keine zu offensichtliche Frage stellen. Muss eine Frage sein, wo du wirklich Leute ausschließen kannst. Also mehrere wahrscheinlich. Seaway ist die Frage. Aber kein Druck, Jonesy. Alles gut. Aber ist der Top 16 noch. Wir müssen doch immer vor Top 10 die Fragen machen, weil sonst kannst du ja einfach den letzten 3 Fragen einfach stellen und schließt in Top 10 3 Leute aus. Also wir müssen es immer vor Top 10 machen, okay? Ja, da musst du dich beeilen jetzt. Okay, der Spieler ist es nicht, Digga, der hat eine komplett pinke Hose an. Digga, also den können wir ausschließen. Junge, der ist komplett pink. Ich hab ja gesagt, es geht in die Richtung, ne? Also ich will jetzt am Ende dann nicht geflamed werden für die Farbe, die ich hier habe. Ja, dachte, also wenn du jetzt pink hast, Junge, dann, als wenn du eine komplett pinke Hose an hast und du sagst, du hast kein Pink an dir, dann bin ich auch sauer. Auch, es bezieht sich auch auf Backblinks und sowas, ja, ne? Es bezieht sich auf alles, ich weiß. Das ist der Punkt. Ich habe ja gesagt, es geht in die Richtung. Ich bin damit wirklich voll und ganz ehrlich. Okay, willst du sagen, du trägst eine Kopfbedeckung? Ja. Geht in die Richtung. Nee, ja, doch, frage ich. Oh mein Gott. Und du willst gerade sagen, du schießt gerade auf den Busch? Und du willst gerade einen Tilted. Ja, komm, hol die dir mit deinem pinken Lama-Junge, mit deinem lila Backbling-Lama-Hut. Mensch. Also, okay. Okay, oh mein Gott, Alvi, komm. Also, kann ich mich jetzt schon festlegen? Ja, kannst du, klar. Ja, das bist du. Alvi, komm, riff dem hinterher. Komm, hol ihn dir, Tiger. Also, wenn du das nicht bist, dann bin ich sauer. Es passt perfekt. Das Lama im Hintergrund ist nicht pink, sondern lila. Der hat einen Hut auf und schwitzt um sein Leben. Aber nicht gut, weißt du, er schwitzt halt nur. Nicht gut. Nicht wieder nicht gut. Komm, bitte doch den Grappler, Alvi, das ist doch dumm. Dann brauchst du es wie ein Mensch. Chat, eins in den Chat, wenn ihr denkt, er ist es auch. Eins in den Chat, wenn ihr denkt, er ist es auch. Doppel Grappler. Ja, der Chat ist voller Einsen, außer ein, zwei. Oh, Alvi? Alvi? Ja. Jetzt nicht wieder down gehen. Du hast nämlich nur 3 Medkits dabei. Oh. Alvi? Oh! Alvi jetzt, bitte. Wenn du jetzt down gehst, zählt es nicht mehr. Es zählt die Runde. Oh mein Gott. Alvi? Nein. Ein HP, Alvi! Ein HP! Grapple weg, Alvi! Oh! Das bist so safe, du bist so am Schwitzen. Alvi, ich call dir jetzt 350 Metal. 350 Metal, Alvi, geh runter. Oh mein Gott, du bist doch so leise, weil du genau weißt, dass du es bist. Oh mein Gott, du stehst gleich so einen Fallschaden. Ich find's einfach gerade spannend. Oh mein Gott. Ja, du bist tot, oder? Nee.
Okay. Du hast dich doch festgelegt, oder nicht? Ja, ich muss mir erst bei Top 5 festlegen, sondern ja. Mal gelogen. Okay, Bro. Dieser Skin hat perfekt, also der ganze Chat weiß ich auch einiges zugespitzt, aber... Ja, Chat, ihr seid schlecht. Der hat auch eine Kopfbedeckung, was hat pinke Kappe an, pinke Hose. Also wenn du dieser Skin bist und sagst, du hast kein Pink an, dann bin ich sauer auf dich. Gibt's scheinbar viele pinke Skins, oder? So wie sie anhört. Ja, der hat aber keine Kopfbedeckung auf. Okay. Oh mein Gott. Der hat nix an Kopfbedeckung auf. Hä? Wie die Zone. Was ist die Zone? Weiß nicht. In Fortnite? Fortnite-Zone. Nicht mehr lang, ne, Johnsy? Nicht mehr lang, nicht mehr lang. Da muss ich festlegen, Minion. Nee, das ist so eine random Kombination. Aber das könnte so safe du sein. Aber ob das jetzt... Ich sehe da halt kein Pink. Ah doch, ah. Oh mein Gott, Chat. Die Gurte sind lila. Die Gurte sind lila, Chat. Oh mein Gott. Es muss Alvi... Digga, wenn ich jetzt nochmal daneben liege, Chat. Es muss Alvi. Eins in den Chat, wenn ihr denkt, das ist Alvi. Fast alles. Er hat eine Kopfbedeckung auf. Ah, diese lila Gurte, Chat. Spektiert so ein Fight? Nee, ich spektiere dir gerade. Ja, ich hab meine Person schon. Okay. Ich guck nochmal kurz durch, aber ich bin mir 100% sicher, wer du bist. Okay. Ich verwette mein linkes Ei auf den. Okay. So sicher? Ich bin mir... Nee, es muss 100%. Ja, es muss auch sehr obvious sein. Ich bin jetzt mute, ja. Aber es ist sehr ich obvious. Bin jetzt du legst dich fest. Spieler 315 lege ich mich fest, dass das Alvi ist. Du spielst die Runde diesmal safer, hast so ein Onesie an mit so Pizzen drauf und so. Hast ein lila Gurt, was dich halt komplett... Deswegen warst du so unsicher. Hast eine dicke, fette Kapuze. Oh, gibt's ein Ding? Oh ja, ich kenne dein Piece. Ich kenne dein Piece, Alvi. Und deine schlechten Peaks. Benutze ein Lagerfeuer, Alvi. Du hast Lagerfeuer. Okay, kein Impuls jetzt mehr, Alvi. Du musst auf die Zone aufpassen. Aber du hast noch dein Lagerfeuer, das kannst du doch nehmen, ne? Ja, wie schlecht die Waffe, Jobs. And the Oscar goes to... Alvi. So einer mit Kapuze und irgendwas Lilanes. Ja. Okay. Meine Top 4. Es gibt hier keinen anderen mehr. Johnsy, da muss ich dich leider enttäuschen, Medium. Es gibt nur noch den einen anderen. Wenn ich zu dir sage, ich habe gesagt, es geht in die Richtung. Es ist ehrlich. Was für ein Skin? Das ist der pinkeste Skin, den ich jemals gesehen habe. Wenn, Johnsy, wenn du das jetzt bist, Alvi, dann hast du gelogen. Dann hast du gelogen, oder? Ja. Ach, Johnsy. Vielleicht war das ein Fehler. Also wenn du dieser Skin bist, Alvi, dann hast du gelogen. Weil du kannst die Frage nicht ausstehen. Du musst ja, nein. Und du hast gesagt, Am Ende habe ich gesagt, ja, wenn du sagst, weil Pink, Rosa und Lila ist ja das Gleiche. Ich habe gesagt, ja, nein, ich hab gesagt, ja. Hast du Pink? Und dann hast du gesagt, Ja, also ich weiß, jeder definiert das ja irgendwie anders, weißt du, deswegen... Eins in den Chat, wenn das unfair ist, dass Alvi das gemacht hat. Warum wenn denn? Alvi jetzt zu nein, dem... Nein, ich hab doch... Wenn du dieser gesagt, Skin hier doch, bist... Ich hab doch gesagt, dass es in die Richtung geht und... Der ganze Chat ist voller Einsatz. Wenn du dieser Skin bist, ist es nicht, weil ich dich komplett gefragt habe, ob du Pink bist und wenn du dann ja. sagst... Also bist du gerade gestorben? Nein. Ja, hä? Da hab ich doch den, richtigen. Aber ich sag dir ehrlich, ich glaube, ich verliere das. Oh, Bro, ja, ich wollte es gerade sagen. Wenn der sowas hat, dann bin ich tot. Aber eigentlich muss er doch in Zone, oder? Ja, Brabbel doch. Brabbel, Alvi! Brabbel! Oh. Ey, der ist schlecht. Ja, das ist der Beste, stimmt. Oh, der ist gut! Wieder zweiter, Digga, dieser Nate-Launcher ist richtig schlimm, ne? 1:1 ist das Video ausgegangen. Kann man sich drauf einigen. Oh, Junge, ich hatte kurz einen Herzinfarkt. Lasst auf jeden Fall ein Like da, vergesst auf gar keinen Fall. 2000, 3000 Likes wäre crazy. Vergesst auf gar keinen Fall, den Kanal kostenfrei zu abonnieren. Code IVVM im Itemshop. Und das war's mit dem Video. Vergesst auf gar keinen Fall, bei meinem Partner MyPC vorbeizuschauen. Die Seite von MyPC findet ihr mit dem allerersten Link in der Videobeschreibung. Dort findet ihr unfassbar gute Gaming-PCs zu sehr, sehr fairen Preisen. Viel Spaß beim Shoppen, viel Spaß mit eurem Gaming-PC. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.